Okay, bitte. Wir stehen hier in Düren am Bahnhof und erwarten den Sonderzug der Aktivistin aus Tschechien und ganz Deutschland hier hinbringt. Die Menschen kommen hier an, um zu unserem Ende-Gelände-Protest-Camp zu gehen. Und was ihr hier seht, ist, dass über 1000 Polizeikräfte vorhaben, Menschen, die auf dem Weg zu einer Versammlung sind, in Gewahrsam zu nehmen und alle Personalien zu kontrollieren. Das ist verfassungswidrig. Die Menschen haben ein Recht, hier zu einer Versammlung zu gehen. Und das ist eine weitere Eskalation von Seiten der Polizei. Wir lassen uns zwar davon nicht aufhalten. Die Polizei hat Mittwochnacht unser Protestcamp geräumt in Mannheim. Nun, heute Morgen bin ich hierhin losgefahren zum Bahnhof von unserem wunderschönen Protestcamp südlich von Düren. Und dort bereiten sich heute die Menschen auf die Massenaktion zivilen Ungehorsams morgen vor. Und es ist einfach ein Skandal, wie nach den letzten Wochen im September haben wir gesehen, wie hier die Landesregierung und Polizei und RWE die ganze Zeit zusammenarbeiten, um die Konzerninteressen zu schützen. Und wiederholt werden Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, einfach rechtswidrig behandelt. Und es ist unfassbar, dass Klimaschutz oder vor allem Menschen, die sich für eine gerechte Zukunft engagieren, immer wieder aufs Neue kriminalisiert werden. Ich meine, ich frage mich, wo ist die Polizei, wenn der rechte Mob Menschenleben gefährdet, wie in Chemnitz, und dann Menschen, die sich sozusagen hier für Demokratie, für eine Zukunft, für Gerechtigkeit, für den Erhalt unseres Klimas einsetzen, wie so Schafe in solche Gitter getrieben werden sollen. Aber wir bleiben bei solchen Stresssituationen besonnen und lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Morgen werden wir mit Tausenden uns aufmachen, um die Kohleinfrastruktur des Tagebau Hambach zu blockieren. Und wir werden den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen den Erhalt des Hambacher Forstes erkämpft, gemeinsam als Klimagerechtigkeitsbewegung. Und gestern sind schon über 1000 Menschen angekommen. Gerade gleich kommt der Zug mit 1000 Menschen. Weitere Tausende werden in Bussen direkt zu unserem Protestcamp kommen. Und sie alle sammeln sich, bereiten sich vor, um dieser dreckigen und zerstörerischen Dinosauriertechnologie morgen lahmzulegen. Heute bereiten sich die Menschen in Aktionstrainings vor. Wir haben ein Ende Gelände hat einen Aktionskonsens, und zwar blockieren wir mit unseren Körpern die Kohleinfrastruktur. Dabei gehen wir besonnen vor, von uns geht keine Eskalation aus. Unsere Aktionen richten sich nicht gegen die ArbeiterInnen und die Polizei, sondern gegen einen Kohlekonzern, der unser Klima zerstört. Und wir nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand, denn was wir sehen, ist, dass die Landesregierung schamlos und mit fadenscheinigsten Argumenten ständig die Profite schützt, anstatt unser Klima zu schützen.